gelb hier das, ach grünlich hier das Wasser ist. Ist ja ekelhaft. Ich frage mich warum. Vielleicht weil wir Schweine sind? Ja, aber der Stromverbrauch, der sorgt ja jetzt für keine Umweltverpestung, sondern wenn dann die Stromproduktion. Oder? Ja. Zumindest nach meiner Meinung. So, wie sage ich denn jetzt? Ich möchte jetzt hier Material drin haben. Logistiknetz. Ich muss mal da reingucken. Wie geht denn das? Und was sind das für Kisten? Gibt ja viel mehr Kisten. Also, ist ein mächtiges... Da ist Strom. Das sind die Roboter und das sind die Kisten. Logistikroboter arbeiten. Objekt bauen. Anbieterkisten stellen im Netzwerk Gegenstände zur Verfügung. Okay. Gut, das. Ja, ich bin ja bei meiner Kovarex-Nummer. Man braucht Strom. Was hat er denn jetzt gemacht? Ich das wüsste. Ja, der soll mir die Sachen ja nicht in die Hand geben. Der soll. Passive Anbieterkiste. Stellt seine Gegenstände dem Logistiknetz zur Verfügung. Dies bedeutet, dass Roboter jeden Gegenstand im passiven Anbieterkisten zur Füllung von Logistik- oder Bauaufträgen verwenden können. Das heißt, das ist richtig rote Kiste, da können die sich das Zeug rausnehmen. Lagerkiste lagert Gegenstände ein, die aus den Abfallplätzen des Spielercharakters entnommen wurden oder bei Abrissaufgaben. Roboter können... Nee, da ist die Lagerkiste ist dann ja nicht so geil, oder? Oder doch? Nee. Haben wir denn noch andere Kisten zur Verfügung? Aber wenn, dann müssten die ja hier sein. Sachen. Der Strang und der Strang, okay. Hm. Raketensteuereinheit, Arbeitsrobotergeschwindigkeit, das ist schön. Persönliche Roboterhangar, ja. Das sind die ganzen Waffennummern. Stapelgreifarme, coole Sache. Wir haben auch gar nicht mehr so viel zu erforschen, ne? So viel ist das gar nicht mehr. Aber wieso sehe ich denn diese Transportkisten nicht? Also hier sehe ich die auch nicht. Atombombe, das ist wichtig. Zerstörer ist jetzt auch nicht so. Bergbauproduktivität. Oh, ja. Hm. Logistikroboter. Als Logistiksystem. Ah, und dafür brauchen wir Gelb. Und Gelb haben wir noch nicht, sagst du, ne? Ne. Da bin ich gerade dran. Deswegen können wir das alles machen. Wir haben alles erforscht, was wir erforschen können. Für alles andere jetzt brauchen wir Gelb, ne? Mhm. Das wird hart, das wird hart. Okay. Habe ich jetzt auch verstanden. Aber jetzt ist ja die Frage, wie kriege ich denn die Sachen aus den Kisten... Weißt du? Muss dann Kabel gezogen werden oder wie? Was willst du wo rauskriegen? Ich möchte hier das Erz aus den Kisten in eine andere Kiste, außer Reichweite. Ja gut, von mir, aber... Geht das über irgendwelche... Muss das denn über Kabel angeschlossen werden? Kann ich mir nicht vorstellen. Signalkabel? Geht's auch nicht. Aber hier sind eine blaue, grüne Schaltflächen im Spiel, können mit E bestätigt werden.
Ja, schön. Das ist ja mega interessant. Ich will das nicht händisch machen. Das soll alles automatisiert gehen. Das war der, so der Plan, ne? Schaltungsnetze. Aber muss ich denn da ein Schaltungsnetz aufbauen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin da ein bisschen überfragt gerade. Das ist richtig. Das ist auch erstmal okay, wenn man überfragt ist. Jetzt habe ich doch diese Kabel, ne? Wo habe ich die denn? Ja. Oh. Schön, funktioniert aber auch nicht. Muss da jetzt noch, da muss noch irgendwas zwischen, oder? Kombinator für Berechnung, Kombinator für Vergleiche. Ups, Entschuldigung. Was passiert, Fussel? Ach, da ist, sagen wir mal, was abgerissen worden. Das kann schon mal passieren. Also, mein Gott, weißt du? Das ist, ups. Vielleicht hat irgendjemand eine Kiste abgerissen. Wieso reiße ich das denn immer ab? Hat jemand Ahnung, warum tue ich das? I don't know. Und ich möchte jetzt nicht hören, weil du blöd bist. Das ist nicht richtig. Ich würde das auch nicht sagen. Nee. Nur denken. Bitte was? Haben wir den jetzt schon 40? 27 erst? Oh. Ich meine, wir stellen das ja genug von dem Zeug her, ne? Ja, ich brauche 40 von diesem Zeug hier, aber ich habe erst 28. Das wird so selten hergestellt, weißt du? Ich habe ja schon 10... Städten, die das hier herstellen. Wir stellen ja wahnsinnig viel davon her, aber. Nicht genug. So schaut's aus. So, ich habe ja auf jeden Fall schon mal oben den Erzzulauf gebaut. Du musst dich dann nur noch um den Zug kümmern. Ansonsten ist alles schon in die Richtung hier hingesetzt. Ja, guck. So muss das sein, weißt du? Ja, weißt du, das Problem mit meinen Erzrobotern ist halt, ich weiß nicht, wie die arbeiten.
Ne? Die sind. Die verweigern sich mir da. Ja. Ich hab halt. Ich weiß echt nicht, wie die funktionieren, weißt du? Die wollen. Ich hab gedacht, so einfach so, aber irgendwie nicht. Der wollte mich einfach. Nee. Überhaupt nicht einfach. Vielleicht fehlt uns auch einfach irgendwie was, habe ich. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil mir fehlen irgendwie Kisten, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob die Kisten die falschen sind. Wahrscheinlich ist es genau so, wie ich mir das vorstelle. Aber dadurch, dass ich die falschen Kisten habe und die anderen noch nicht bauen kann, funktioniert das deswegen nicht. Ja, sowas ist gut möglich. Also es klingt zwar super kompliziert. Aber ist ja nicht, dass deswegen falsch ist. Im Gegenteil eigentlich. Eigentlich ist gerade dann richtig. Ne, also könnt ihr mir irgendwie so vorstellen, weil ich habe gedacht, die schwärmen jetzt aus und sagen, ey, cool, machen wir voll die Hütte, weißt du? Aber die schwärmen nicht aus. Ich habe aber erst 30, ich brauche 40. Aber ich will mit deinem Projekt da oben nicht anfangen, weil dann bin ich wieder über eine Stunde gebunden, weißt du? Und dann ist hier unten nichts passiert. Deswegen macht das ruhig erst. Immer wir haben Zeit. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. So. Ganz genau. Wer Zeit nimmt, der Zeit hat. So sieht das nämlich aus. Eigentlich gar nicht so ein dummer Spruch, ne? Einer dieser Kalendersprüche, wo du was draus machen kannst oder auch nicht. Die wahrscheinlich. Den hab ich gerade erfunden! 99,9% der Fälle einfach nur dahin verschwinden, wo sie herkommen. Vom Klo. Was trinken wir denn da? Ach, das ist einfach Leitungswasser. Ja. Das ist so eine Aluflasche. Da ist der Tod ja vorprogrammiert. Das ist super. Besser als jede Plastikflasche. Nein, nein, nein. Mm-mm. Alu, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Du bist schlecht. Das ist richtig. Hat deine Mutter auch mal gesagt. Was machst du da unten? Hat ja gar nichts mit Uran zu tun, was du da tust. Nö. Stehst da nur rum? Worauf wartest du? Auf besser Wetter? Ach, Gorilla. Haben wir denn Stahlträger hier? Hatten wir irgendwo Stahlträger? In meiner Fabrik gibt es doch Stahlträger, oder? Natürlich. Eisenplatten. Hatten wir nicht hier auch irgendwo Eisenplatten? Natürlich. Das ist so gut hier, ne? Sag mal, haben wir eigentlich 2 oder 3 Gleise da oben? Nee, also 2 oder 3 Zug. Weißt du? 2 oder 3 Zug? Hi. Meins Anhänger. Ja, richtig. Anhängers. Irgendwie läuft das hier doch auf mit, mit dem Eisen für Eisenplatten. Also das Erz läuft auf, ja? Ja. Deswegen steht da auch noch ein zweiter Zug. Einfach nur dumm in der Warteschlange, da wo ich gerade bin, falls du mich auf der Karte siehst. Und das Eisenerz wird nicht komplett abgegriffen, aber wird, also es stockt auf dem Band. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil nichts mehr erforscht wird. Klar, logisch, weil nichts mehr erforscht wird. Jetzt brauchen wir nichts mehr. Ja, wir können nichts mehr erforschen, so. Ja, nee, dann müssen wir das auf jeden Fall bauen. Auf jeden Fall das gebaut, Junge. So, das wollte ich. Brauche ich denn noch irgendwas? Also du kümmerst dich um die Haltestellen, ja? Ich kümmere mich nur um. Ich habe mich nur um die Erzförderer gekümmert. Weil man ja auch nicht. Du kümmerst dich jetzt darum, dass der Zug sicher von da oben losfährt, dass wir überhaupt einen Zug haben. Der Zug irgendwo ankommt, wo ich einen Ping hingemacht habe. Ich kann da gerne die Entladestelle für bauen.
kopiere ich mir einfach die Entladestelle, die du hier neben hast, und baue die nach. Ja. Und ja, ist eben halt die Frage, ne? Ob du das so weit vorbereitest, dass dann baue ich dir nur noch die Schienenlogistik. Oder ob ich mich wieder mal um alles kümmern muss, damit der Herr sich bloß nicht die Füße schmutzig macht, weißt du? Die alten behaarten Dinge. Ich kümmere mich jetzt hier um. Meine, du kannst ja mit dem Copy and Paste Tool kannst du das ja kopieren, weißt du? Ja, ich habe gerade gemacht. Müsste ja funktionieren. Funktioniert erst rein. Siehst du? Wobei, irgendwie sind die logistisch nicht so geil. Aber egal. Ist nicht perfekt, aber sie funktionieren irgendwie. Aber warum sind sie nicht perfekt? Was meinst du? Nee, weil das läuft nicht so gut ab. Dann sind Teile des Zuges schon leer, andere Teile aber noch nicht. Das ist nicht gut. Schon 31 von 40. Das läuft ja hier wie geschnitten Brötchen. Hier ist bestimmt gute Luft. Ich muss mich richtig konzentrieren, wenn ich das hier baue, ne? Hier, weil komischerweise mein Uran, ne? Mein Uranzug. Ja. Der mittlere Wagen ist immer noch voll. Der wird nicht leer. Aber das ist doch doof, oder? Ja, sag ich dir, weil alle anderen sind leer. Aber der mittlere, ne? Der nicht. Der nicht. Der will voll bleiben. Die Sau. Na gut, der untere macht das Band voll. Ja. Es wird einfach zu viel geliefert, zu wenig abgegriffen. Und dann bleibt in der Mitte alles übrig, weißt du? Ja, ich. Ja, 3 ist, glaube ich, zu viel. Was ist denn hier jetzt was? Ich bin am Bauen. Ich bin am Bauen. Du kannst die Gleise übernehmen. Siehst du die Blaupause überhaupt? Ja, ich sehe die. Ja, frag doch nicht so dumm, was hier ist. Ich muss auch, mich erstmal fest hier, weißt du? Arsch. Cool wäre das, wenn jetzt irgendwelche Flugroboter das bauen würden. Das wäre so chillig. Ja. Wenn du mal was tun würdest, dann tust du ja nichts. So. Okay. Kann da nichts hinbauen, weil dein dicker Hintern im Weg ist. Ich stehe doch da gar nicht. Kannst du mir ein paar Stahlkisten bauen? Und zwar genau 4 Stück. Oder geben. Oder die auf einen setzen, ist mir auch egal. Eine noch da hinten bei der Kohle. Danke. Ich hatte zufällig schon mal welche vorbereitet. Danke, danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von mir. Ja. Irgendwie baut er da ein Gleis. Ist doof. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, alles klar. Das war nicht so gut.
Ich muss hier einen Schlenker machen. Aber wir wollen ja nicht über diese Haltestelle fahren, ne?